Paris, Oktober 1795. Der junge General Napoleon Bonaparte beweist strategisches Geschick. Artillerie, Feuer frei! Er macht sich verdient im Kampf um die Französische Republik. Er gewinnt das Herz der schönen, aber um einige Jahre älteren Witwe Josephine Beauharnais. Doch schon nach der Hochzeitsnacht bricht er auf zu einem Feldzug nach Italien. Mutig stürzt er sich in den Kampf und erringt bedeutende Siege. Als Mann der Zukunft erregt Napoleon die Aufmerksamkeit des Außenministers Talleyrand. Sind Sie interessiert an politischer Macht? Während der junge General in Ägypten gegen Hitze und Pest kämpft, vergnügt sich Josephine in den Salons. Doch Napoleons große Liebe zu Josephine besiegt seine Eifersucht. Ein Staatsstreich macht Napoleon zum ersten Konsul. Er regiert über die junge Französische Republik. Beim Einzug in den Amtssitz in den Tuilerien befallen Josephine jedoch dunkle Vorahnungen. Ich finde, das riecht irgendwie nach Unglück.